Dieses Pferd ist voll Baller. Das hat eine Verknüpfung zu dem Typen hier und nervt rum. So. So. Oh, noch eins. Ah! So, das in die Ecke. Der dahin. Der dahin. Kann ich auch hier außerhalb hinsetzen. Schön wenige Verbindungen. So. Okay. So. Wer hat hier zu wem eine Verbindung? Du zu dem. So, dann zu dem hier. Ah, toll. Ha. Ja, jetzt noch eine Runde oder was? Weniger als 10 Minuten, ja. Trotz technischer Probleme. Ja, ich weiß auch nicht, was wir mit der scheiß Taschenuhr sollen. Keine Ahnung. Wir gehen erst nochmal zu dem Typen zurück. Ja, yeah, du glitzerst, ganz toll. Aber es... hab ja das Rätsel gelöst. Liebe Sophia, du stehst wahrlich in der Gunst der Waldgöttin. Das Orakel kann widersprechen und ich hatte eine Vision unserer Göttin. Sie hat ihre Stimme wieder. With a gentle sigh, the soughing of the wind, the oracle breathed life again. My children, my gathered friends... Here before you, the light in the dark stands. Aid her as you would aid a friend. Lend her your hands. A false king to uncover, a deception to render asunder, she must return to the Goblin Kingdom in a disguise that none might wonder. Hilf dem weisen Sutan für den Tarntrank zu finden, liebe Sophia. Möge Weisheit dich lenken. Ja. So, und die blöde Zahl wollte ich nur wegdrücken. Ich benötige eine Fiole Glückswasser und eine Spore des verehrten Pilzes, um einen Tarntrank für dich herzustellen, liebe Sophia. Cool. Tarntrank. Verschlüsselungstafel. Ah ja, ich glaube, da müssen wir mit der jetzt da oben hin. Zack. Dahin. Passt doch. Was ist das denn? Wenn ich die Räder oben, unten richtig anordne, erscheint die Lösung in der Mitte. Wenn ich die Räder oben und unten richtig anordne. Okay, also. Erstmal brauche ich rot. In der Mitte. Achso, hier, das zeigt hier mit dem Pfeil auf die Farbe. Auf die Farbe rot. Und hier zeigt das auch hin. Hier zeigt das auf die Hand. Auf die hier? Nee. Auf die auch nicht. Oder? Doch, die hier. So, denn das Rätsel ist dann. Das da. Okay. Jetzt das nächste. Das nächste zeigt auf blau. Und dann auf die mit den zwei links. So. Und dann müssen wir hier haben... Das da. Dann haben wir hier den einen Finger und gelb. Genau. Dann haben wir hier diese grüne Hand.
haben wir hier grün und zwei Finger nach oben. Dann haben wir hier was mit gelb. So. Boah. Achso, ich kann im Tagebuch vielleicht noch lesen, was da passiert ist. Das Orakel hat prophezeit, dass ich in das Reich der Kobolde zurückkehren würde, um die Harmonie im Königreich wiederherzustellen. Der Weise hat mich gebeten, Glückswasser und eine Spore des verehrten Pilzes mitzubringen, um einen Tarntrank herzustellen. Ja, okay, also wie gesagt, leider habe ich die Szene übersprungen, weil ich eine Taste gedrückt habe. Und das werde ich dann nochmal bis zu dieser Stelle spielen, das Spiel, und das dann aufnehmen. Ich freue mich schon drauf. Am besten fange ich gleich an, weil ich weiß, es soll für die Rätsel gehen. Klicke auf zwei Koboldtaler, um sie zu vertauschen, sodass jeder Pilz den bekommt, den er sich wünscht. Was wünschst du dir denn? Ach, wie süß, ich muss sie fragen. Jemand hat mir erzählt, dass diese Tiere am Himmel fliegen. Den da, würde ich sagen. So. Diese seltsamen roten duftenden Dinge blühen schon. Was? Blühen schön. Rosen? Ich möchte mich königlich amüsieren. Weiß ich nicht. Das Geräusch dieses Gegenstands klingt schön. Glocke? Dieses seltsame Ding schwimmt auf dem Wasser. Hört sich an wie ein Boot. Sein Gesicht bringt mich zum Lachen. Ein Clown? Keine Ahnung. Ich mag kleine Lichter, die nachts funkeln. Könntest du mir ein Händchen reichen? Ich mag das Tageslicht sehr gern. Ja, Tageslicht hast du. Dies hält mich die ganze Nacht warm, das Feuer. Dieses Gesicht leuchtet nachts. Ja, der Mond eigentlich. Wie verhilft uns dies zur Gerechtigkeit? Die Waage. Ich möchte mich königlich amüsieren. So. Sporen und Koboldtaler. Finde und sammle alle passenden Tautropfenpaare ein und nimm dir dann den verbleibenden Tautropfen. Okay. Ja, leider haben wir gerade keine Suchspiele dabei, aber ich finde die Story ist gerade sehr spannend. Und ich wette, der Chris hat drüben auch seinen Spaß, weil der spielt Terraria mit seinen Kumpels. Deswegen kann er ruhig drüben noch ein bisschen spielen. So. Danke, Ruki, falls du zuhörst, dass du ihm das gekauft hast. So, so. Das da und das da. Und da, der silberne ist wohl der verbleibende. Verzierte Kiste. Ah, okay, der Hamster, der Hamster. Oh nein, ein Schieberätsel. Ich hasse Schieberätsel. Nein. Okay. Tiefluft holen. Hamster, Hamster, Hamster. Das ist ein Blatt. So. So. Das ist ein Ohr von dem Hamster. Und wo kommt das hier hin? Dahin wahrscheinlich. So. Bitte wander dahin. So. Ja, jetzt muss ich ein bisschen strategisch denken. Was ist das hier eigentlich für ein scheiß Blattstück?
Ich muss erstmal gucken, wo das überhaupt hinkommt. Ah, so. Ha! Geschafft. Beim Lichte Juras. Ich dachte schon, ich komme nie mehr aus der Kiste raus. Oh, hallo. Danke, dass du mich gerettet hast. Hättest du zufällig Interesse an einem wunderschönen Kristallfiole? Sie kostet nur 4 Koboldtaler. Sakraler Glockenklang, dass wir uns ausgerechnet hier begegnen. Darf ich fragen, was dich das Schloss geführt hat? Wurdest du eingesperrt? Nein, nur dies war einmal ein beliebtes Ausflugsziel. Ich wollte nur ein paar Andenken verkaufen, mir Zutritt verschaffen. Möchtest du diese Kristallfiole kaufen? Sie ist säurebeständig. Ja. Gleich, aber wir können das jetzt noch nicht kaufen. Wir haben zu wenig Kobalttaler. Da liegt noch einer. Ah! Hallo. Das Glückswasser ist sehr säurebeständig. Ja. Feenkreisbohren. Taschenuhr, die schleppe ich auch schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr rum. Irgendwo muss noch ein Kobalttaler liegen. Das sind Pilze und sie singen. Was? Ich weiß nicht, wie ich die Pilze aufwecken soll. Vielleicht mit einem lauten Knall? Dingeldong, Dingeldong. Was ist das? Oh nein. Hä? Räume das Feld von Glasperlen. Oh je. So. Okay, noch eine Reihe. Okay, noch einmal. Jetzt habe ich Kacke gebaut. Jetzt bleiben nämlich welche übrig. Und es dürfen keine übrig bleiben. Wie viele Leute schauen denn eigentlich noch zu? Achso, der bleibt hier hängen. Das ist ja doof. So. Okay, also die bleiben da hängen, das muss ich mir merken. Ah, es war ein zu tief, das war einmal falsch. So. So, nochmal neu. Okay, erstmal den hier. Jetzt kann ich nämlich die alle zusammen wegmachen. Dann kann ich alle roten, alle grünen und dann die blauen. Hallo! Was bist du denn so angestrengt? Was ist das? Aua! Ich hab mich mal wieder an Wasser gekriegt. Oh, Chris, das ist eklig. Da. Oh, wie lang der ist. Ja, das. Oh. Ich sollte dich doch nochmal operieren lassen. Das geht doch nicht. Du kannst das doch nicht immer machen. Dann lass dir nochmal einen Termin geben, ey. Oh. Tu dir mal einen Teebaumöl drauf.
Ja, schön. Aua. Deswegen hast du dich nicht gemeldet. Spielst du nicht gerade total gern Terraria drüben? Ich geh jetzt schlafen. Wie, du gehst jetzt schlafen? Wieso gehst du jetzt schlafen? Willst du nicht an den PC? Mhm. Warum? Kannst du die ganze Nacht durchmachen. Mhm. Morgen um 9 bin ich aber rein. Was ist denn morgen um 9? Nicht so, nicht wach. Aha. Ja, das tut auch weh. Das tut mir mehr weh als hier, also. Also du willst jetzt gar nicht an deinen Rechner? Nein, ich kann's weitermachen. Aha. Guckst du mir zu? Na, danke. Der Chris hat den Nagel falsch, der wächst unten falsch am Fuß. Der hatte da eine Nagelentzündung und dann haben die versucht, den rauszuoperieren, ein Stück vom Nagel. Und die sind irgendwie zu blöd, das rauszuoperieren. Und deswegen wächst der Nagel jetzt schief und der Chris rupft sich den manchmal aus. Und das tut natürlich höllisch weh, wenn man da bis tief ins Fleisch geht. Ja, und dann hat er da regelmäßig so einen 2 cm Nagel, der ansonsten gerade nach oben wächst. Und dann hat er jetzt auch schon, seitdem wir hier wohnen, 2-mal operiert. Und die haben den nicht rausgekriegt. Die Wurzel von dem Nagel. Ja, und deswegen habe ich gesagt, ihr sollt doch nochmal operieren. Das geht doch nicht. Ihr kann doch nicht jedes Mal hier sitzen und sich dann da bis bluten wie Arsch, weil er sich da einen Nagel rausziehen muss. Das ist ja auch eine Infektionsstelle, die der Körper permanent hat. Oh Mann. Okay, was ist das jetzt hier? Hier ist ein Kobalttaler. Ich gehe mal zurück zu dem Typen. Ich sag ihm gleich gute Besserung. Wie gesagt, er geht ja ins Bett, hat er gerade gesagt. Weil er müde ist. Na, wieder da. Diese Kristallfilole ist noch zu verkaufen. Nur 4 Koboldtaler. Schlage zu. Hole dir ein Andenken von deiner Reise ins Zwergendorf. So. Beehre mich bald wieder. Hier, ich werde es einpacken. Hör mal, du kehrst doch zufällig wieder ins Koboldreich zurück, oder? Es ist sehr gefährlich dort. Die anstehende Krönungszeremonie für König Grummel sorgt für viel Unruhe und Zwist. Er ist nicht sehr beliebt und man munkelt, dass König Grummel noch im Lande weilt. Grummel greift hart gegen Widerständler durch. Grummel, falls du dorthin fährst, dann steht's daran, dass du Freunde hast. Hoheit, das Geschenkpapier, mit dem der Händler die Fiole eingewickelt hat, gehört zu einem Koboldplan. Ich glaube, es ist ein Bo, toller Service. Okay. Ja, ich muss gucken, dass ich genug trinke, weil mein Hals ist schon ein bisschen angekratzt. Ich weiß auch noch nicht, ob ich morgen streame. Vielleicht streame ich dann erst nächste Woche wieder. War ja jetzt schon 3 Tage lang genug. Ihr schreibt so wenig. Sind wirklich noch 20 Leute da? Ich nehme mein T-Shirt vor den Mund, um so zu reden. Wie der Typ auch, der hat ja auch was vor dem Mund. Wir tun ihm einfach mal Glückswasser. Nee, hilft nicht. Insektenplage? Im Irrgarten verirrt. Kehre zurück, dann bist du wieder draußen. Vielleicht finde ich ja hier was. Ah, das dachte ich mir schon. Okay, wir müssen irgendwas mit den Pilzen machen. Und wir haben einen Bootsplan.
Leck-Leck ist da, aber die Story rockt nicht. Ja, ich finde die Story schön. Glückswasser haben wir. Haben wir jetzt nicht beides? Spore des Verehrten. Feenkreisspuren. Achso, müssen wir die wieder hier züchten. Okay. Bootsplan. Tauwasser. Na, Schatzi? So, der Chris kam gerade nochmal rein, weil er drüben den Server hostet. Soll ich dir noch bitte Bescheid sagen, bevor ich den PC ausmache? Uns fehlen ja nur diese verehrten Sporen, oder? Und da fehlt uns ein Blatt Papier. Singen Pilze, freue sie, dann singen sie und führe sie durch das Labyrinth. Singende Pilze, Heiliger, fliegen Pilz, Hoheit, wie aufregend. Aha. Hä? Okay, ich muss die Pilze an die richtige Position setzen. Der Singepilz wackelt zu einem unhörbaren Rhythmus mit dem Kopf. Unüberhörbaren Rhythmus, okay. Ach so, nur Tauwasser ist gut für ihn, so. Ach du korpulentes Oval, Hoheit, dort auf dem Boden liegt eine Pilzpinzette, das liegt der Tenorpilz hat, bla. Da. Der hatte doch irgendwie Läuse oder so. Hier, nimm die Uhr und sei wach.
Wir sollen ihnen die Punkte abzupfen. Ich ziehe mal die Punkte da vom Kopf. Ja, ich dachte auch die Pinzette für den Rechten, aber es war ja anscheinend nicht richtig. Lol, keinen Fehler gemacht. Ja, was machen wir denn jetzt mit dem da, mit dem Insekten drauf? Ah, ich weiß nicht, was ich machen muss mit den blöden Pilzen. Wo soll ich denn Sachen herbekommen? Ich habe doch gar nichts mehr. Er hat eine Insektenplage. Und der hier? Abstrakte Kunst. Lass dich zermatschen, das ist abstrakte Kunst. Bootsplan, wie wär's damit? Oder eine Uhr? Ja, ich gehe nochmal zurück zum Dorf. Aha. Sei wieder gegrüßt, junge Sophia. Wie ich sehe, hast du dich mit den Zwergen verbündet. Ich bin die Waldgöttin, die die Zwerge verehren, aber sie tun es ziemlich widerwillig. Aber genug davon. Ich habe von deinen Abenteuern gehört. Es tut mir so leid. Entschuldige, dass ich dich nicht früher informiert habe. Ich selbst weiß es auch erst seit kurzem. Die Zwerge werden dir helfen, aber nur du allein kannst den Fluch über König Krummein brechen. Auf diese Weise kannst du das Königreich der Kobolde retten und dein Volk finden. Danke stets daran, dass du viele Freunde hast, auch wenn du sie nicht siehst oder erkennst. Sind sie doch da. Zweifle nicht daran, du hast viele Verbündete im Koboldreich. Dazu zählt auch Randolph, der charmante Kerl. Oh, die gute Königin schmeichelt diesen gewöhnlichen Untertanen zu sehr. Ich werde Sophia nie im Stich lassen, das schwöre ich bei meiner Ehre. Okay, also jetzt habe ich auf jeden Fall hier Papier. Das muss ich vervollständigen. Ja, ich habe doch schon. War ich das nicht schön genug oder was? Wieso nimmt er das nicht an? Leute, schreibt doch mal ein bisschen mehr, oder kriege ich wieder die Hälfte des Shits nicht mit? Hm?
Okay, gerade eben ging es weiter. Oh. Aber mit der Maus ist das kacke. Ja, komm, nimm's an. Ich hab doch bis da oben gemalt. Das Ding ist aber flimschig. Ich werde nicht auf Überspringen drücken. Aha. So. Haben wir es geschafft. Ein weiteres Problem bleibt noch. Der eine Pilz ist ja noch nicht zufrieden. Hier ist noch ein ganz neues Gebiet. Diese Zwergengondeln sind einfach zu klein für mich. Ich benötige ein größeres Boot. Wir haben noch Bootspläne. Jetzt darf ich die Bootspläne hier zusammensetzen. Ha, da gehört das hin. Schreibt doch im Chat was, oder kriege ich wieder nichts mit. Ihr könnt euch auch unterhalten, das macht ihr doch sonst auch immer. Oder sind jetzt alle schon so däsig und düsig und müde und dann sollte ich sowieso aufhören zu streamen, weil sowieso keiner mehr was mitkriegt. Ha? So. Ich baue auch Boote während meiner Freizeit. Du nicht? Es ist mal auch mein Hobby, heißt das. So. Passt das da mal? Aha. So. Was ist das hier für ein Teil? Hä? So. Sieht auch noch sehr komisch aus, das Boot. Was ist das denn für ein Boot? Hä? Was ist das hier? Noch mehr Puzzlestücke. So. Also das ist jetzt die komplexere Zeichnung. Anscheinend. Großartig, Hoheit. Die Pläne sind fertig. Jetzt können wir das Boot vervollständigen. So, okay. Das Ding gehört auf jeden Fall da rein. Denke ich mir mal so. Das dann da dran. Ich muss gleich meinen Tee nochmal warm machen. So, der kommt dahin. Ach nee.
Jetzt haben wir es aber. Du, ich bin froh, dass ich das Ding nicht komplett zusammenbauen muss. Jetzt haben wir wenigstens das abstrakte Gemälde. Für den Pilz hinten. Aber uns fehlt immer noch irgendwas für den anderen Pilz. Ja, also hier sieht man halt nur, wie der den überfallen hat. Auf diesem Bild. So, ich gucke nochmal am unterirdischen See. Da ist aber absolut gar nichts. Das glitzert nur, aber ich kann da nichts machen. Warum auch immer das glitzert. So, abstrakte Bilder für dich. Koks und Donnerschlag, der Baratheon-Pilz möchte uns als Dank seine runde Linse geben. Hoheit, das wäre unhöflich, diese Gabe abzulehnen. Können wir dich damit heilen? Tatsache. Achso, wir müssen erstmal die Insekten finden, die der hier haben will. Den da. Den da. Den da. Die sind aber auch hässlich. Die würde ich auch nicht gerne mit drauf rumkrabbeln haben wollen. So. Ich weiß, es krabbeln ganz viele Insekten auf mir rum, auf euch auch, aber die sehe ich zum Glück nicht. So. Oh, endlich ist der Pilz glücklich. Wunderbar. Ich muss mir gleich mal einen Schal nehmen. Eine Holde Maid. Oder ich mache einfach das Fenster wieder zu. Da stand doch, das sind singende Pilze, Mary. Eine holde Maid ging rechts am Horizont allein, so gut und rein, so recht und fein, so gerade heraus, so stark, so lieb, niemals linkisch wie ein Dieb, dort am Mond oben mag sie sein. Rechts, rechts, geradeaus, links. Oben. Was für ein rührendes Liedchen. Ab hier steht dann die Richtung des Labyrinths in dem Lied erwähnt werden. Notieren wir es rasch in dein Tagebuch. Ach gut. Dann muss ich es mir ja nicht merken. Rechts, recht, geradeaus, link, oben. Rechts. Rechts, geradeaus, links, nach oben. Hurra, du hast das Labyrinth überwunden, Hoheit. Herzlichen Glückwunsch. Der verehrte Pilz. Aus der Nähe betrachtet wirklich viel größer, als ich dachte. Einfach atemberaubend. Eine Spore des verehrten Pilz. Hey! Dann gehen wir mal zurück. Die singen mich morgens wach. Du stehst in der Gunst der Waldgöttin, liebe Sophia. Du hast mir alles gebracht, was ich für den Kobalt-Harntrank benötige. Ich werde ihn jetzt herstellen. Die Sache könnte etwas stinken, aber der Odeur ist harmlos. So, der Trank ist fertig, liebe Sophia. Jetzt brauchst du ein Boot. Am Pier sind Boote. Nimm eines, das dir gefällt. Möge die Vertrauen dich begleiten. Er hat irgendwie vergessen, dass ich ein Mensch bin, weil ich bräuchte dann 5 Boote für jedes Körperteil ein. Wir haben den Tarntrank.
Und jetzt geht's ab zum Pier.